bitte alles hoch. Genau, jeder von euch eine Mauer und dann ist das weg. Swoosh. Jedes Mal beeindruckend. So. Ja, komm, gib mir die Mauer. Das weg. Dann machen wir das Spiel hier nochmal und irgendwas fehlt. Aber es zeigt mir nicht an, was fehlt. See the map for more detail. Da blinkt ein Roboter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einen Roboter irgendwo brauchen und ihn hinsetzen müssen. Aber na gut. Du. Oh, da ist eine Lücke. Ja. Türme wurden auch schon alles ersetzt, das ist gut. Also das System funktioniert super. Mauern werden automatisch gesetzt, Türme werden automatisch gesetzt und bisher hält alles. Also habe ich noch schön Zeit für meine optische und leicht effektive Rumspielerei mit dem Neuaufbauen. Die Forschung dauert ewig. Aber das war auch irgendwie 500 Packs und das Ganze mal 5 oder so? Mal 4, ja. Übel, übel, übel. Noch ein Tipp aus den Kommentaren war, dass ich versuchen sollte, wirklich in Richtung bessere pinke Module zu gehen. Die kosten zwar beim ersten Schritt jetzt noch die da, aber im nächsten nicht mehr. Vielen, vielen Dank für den Hinweis. Weil ich bin davon ausgegangen, dass es immer exorbitanter teurer wird. Aber nee, das fällt weg. Dafür kostet es nur wesentlich mehr rote und grüne. Aber das ist kein Problem. Solange ich keine Aliens töten muss, ist das absolut kein Problem. Das heißt, es gibt nur diese Hemmschwelle bei der dritten Stufe. Die werde ich gleich knacken. So. Also, Osten sollte jetzt sicher sein, auch wenn hier ein bisschen wenig Türme sind. So. Oh. Rauskommen sollte man schon noch. Und genau da war der Item Collector. Okay. Dich weg. Dann sagen wir mal hier oben auch noch einen Ausgang. Falls ich da mal irgendwie reinlaufen muss. Und Bäume weg. Die gesamte Basis wird jetzt entbaumt und platt gemacht und betonisiert. Oh stimmt, betonisieren würde ich echt gerne. Da gab es mal einen Mod für in den alten Versionen. Dass der Boden halt nicht Gras ist und alle Maschinen auf Gras sitzen. Ja, aber gut. Was wollte ich? Ich war eigentlich gerade dabei, meine Forschungsanlage zu machen. Da oben. Mit so einem richtig schönen Knubbelmuster. Dafür kann ich schon mal ein paar mehr davon bauen. Ein paar mehr davon bauen. Einfach damit unser Vorrat da größer ist. So, du hättest gerne Science Packs. Und zwar rote, grüne, hellblaue und lilane. So, und jeweils 100 Stück. Wobei, mach mal ruhig 300 Stück, damit alle hier eingelagert werden. So, da kommen auch schon die ersten angeflogen. Gut. Die Ärmchen bitte ersetzen durch längere Ärmchen und die ersetzen durch die da. Achso, das sollte ich hier noch wieder einsammeln. Und dann brauche ich noch die Forschungsstation selber. Brauche ich mal neue, auch wenn das dann ein bisschen Ressourcenverschwendung ist, aber damit kann ich leben. 4 neue. Und die brauchen alle noch Speed-Module, die wir nicht wirklich haben, sehe ich gerade. Das muss ich auch gleich ändern. So, was wird noch nicht automatisch... Die ganzen grünen Tränke her. Jeder Tränke hört mal kurz auf hier und tu die da rein. Heb die mal hier auf. Tu die da rein. Hier sind unsere blauen Tränke. Die sollen jetzt nicht mehr hier rein, sondern die sollen... Das wird auch später alles umgebaut. Die sollen in... eine große passive Kiste. Genau. Okay. Die grünen, da geht das nicht so gut. Da brauchen wir zwei kleine. Zack. Und zack. Und rot brauchen wir auch zwei kleine. Also mehr kleine. Angriff von links. Links sind die irgendwie nicht so stark. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. So. So,
Das hier wird alles nach und nach abgebaut. Die werden ja auch alle später noch zerstört, aber ne? Alles schön Schritt für Schritt. Und wir können endlich, endlich, endlich Bronze herstellen. Gut. Also wir können es gießen. Und wir können es flüssig herstellen. Ja. Jetzt könnten wir das da machen, das will ich aber nicht. Wir könnten die Mainline-Dinger da machen, das will ich aber auch nicht wirklich. Was ich will, ist was ganz Schnelles. Nämlich die Storage Tank MK2. Einfach nur, um das schnell durchzurushen und danach können wir die wichtigen Dinge machen. Also, blaue Tränke, grüne Tränke, rote Tränke, lila Tränke, alles wird jetzt von Robotern verwaltet. Da. So, das wäre meine Konstruktion. Einziges Problem, das ich dabei sehe, der ein oder andere mag sich schon denken, die Abstände sind nicht richtig. Deswegen verlagere ich das Ganze doch noch ein bisschen weiter nach Westen und teste was aus. Reicht das schon? Kann ich das da hinsetzen? Nee, oh, da im Wasser, okay. Da, da, da. Ja. So. Die Dinger sind ja zwei Felder breit. Das heißt, wenn ich die Forschungsstation... Ja komm, mach kurz die Forschung zu Ende, ist okay. Pritzel, pritzel, pritzel. Fertig. Forschung machen wir gleich. Du weg, du weg, du weg. Jetzt machen wir die Forschung. Oh, was für einen Abstand haben wir von da nach da? Wir haben zwei Abstand zu denen gehabt. Ja, tut mir leid. So bin ich halt. Einen Abstand brauchen wir davon. Also so bin ich halt eigentlich, wenn es mir richtig gut geht. Dann wusel ich mit so einem Zeug rum. Wenn es irgendwann zu schlecht läuft, dann fange ich an, Symmetrie abzubauen. Und dann geht es mir nur noch darum, überleben zu können. Aber das ist jetzt gerade so ein schönes Luxusgut, das ich mir gönnen will. Also du dahin und dahin. Eine Mauer weg. Dahin. Das sollte jetzt aufgehen, oder? Jetzt brauche ich eine blaue große Kiste. Genau mittig. Und es geht auf. Super. So, das ist jetzt unser Forschungscluster. Davon werden wir nur einen brauchen. Weil, ne, wir haben es vorhin gesehen, die arbeiten eh nicht alle. Die kriegen nachher noch Speed-Module und dann ist gut. Und ich habe wieder irgendeinen Roboter entführt, der auf meinem Cursor lag, als ich F gedrückt habe. So, dann Shift rechts, Shift links. Das heißt, jetzt machen wir aus der Kiste einfach mal so eine Kiste. Und machen die Ärmchen schon mal dahin, 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 dahin. Machen die Ärmchen dahin, 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 dahin. Und machen die Mauern weg. Die Stützen quasi. Oh, schön. Das kann echt sein, dass ich es die ganzen Folgen vorher und die ganzen Staffeln vorher falsch gemacht habe. Ich hätte von vornherein auf die Substations umspringen sollen, weil die sind zwei Felder breit und dadurch geht die ganze Symmetrie viel besser auf. Weil man kann dann alles symmetrisch machen. Also Gebäude mit gerader Länge, mit ungerader Länge ist vollkommen egal, weil man kann es hier spiegeln. Ah, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, da, 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 da. So. So, so. Du geh weg. So, hier Forschungspacks noch nöcher. Warum arbeitet ihr nicht? Warum kriegst du keine... Strom habt ihr doch. Hä? Weil wir nichts zu forschen haben oder warum nehmt ihr sonst keine? Ja, forsch mal die Tanks, die wir auch schon haben. Nee. Also eigentlich wollte ich die jetzt machen. Mache ich die doch einfach mal. So, und jetzt... Ah, ja. Sehr gut. Oh, sah das gerade schön aus. Wie synchron schwimmen.
Obwohl ich sowas eigentlich nicht gucke, aber ich kann respektieren, wie schwierig es ist, zu machen. Da. Und das war jetzt halt Synchronärmchen. Weil es halt computergesteuert ist. Und das ist dann 100% synchron. Naja, fast. Gut. Also, das sieht schön aus. Es funktioniert. Es braucht jetzt nur noch... genau, Speed-Module. Also noch viel, ja, noch 8. Das war jetzt eins der Projekte. Das heißt, wir können das jetzt hier unten alles abreißen. Das können wir sogar von Robotern machen lassen, weil die Sachen kommen dann ja gleich oben in die Kiste. Stromversorgung kann auch weg. Das kann alles weg hier. Schön, 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 schön. Das Ding werde ich auch abreißen und da oben wahrscheinlich daneben neu aufbauen. Obwohl, wir werden allgemein noch andere Fabriken brauchen, die ganzen anderen komischen neuen Ditec Science Packs aufbauen. Eventuell kommt es auch damit hin. Das müssen wir dann gucken. Jetzt hätte ich erstmal ganz gerne hier unten. Die schwache Mauer neu gesetzt. So. Hier Lasertürme hinsetzen. Ja, ein paar. So wirklich viel brauchen wir hier nicht. Ist hier echt nur, falls sie unten durchbrechen. Was niemals passieren sollte. So. Jetzt haben wir nach da oben hin schon ein bisschen mehr Platz. Das Hauptlager ist im Weg. Ist nicht wirklich schön. Das Hauptlager sollte eigentlich in der Mitte der Basis sein, damit die Roboter möglichst wenig fliegen müssen. Wo ist die Mitte der Basis? Mach mal Smog aus. Die Mitte der Basis ist ja eigentlich hier. Also ja, wir haben in die Richtung noch ein bisschen mehr, aber das ist nur Eisen, was später alles auch geflogen wird, also komplett alles. Ja, ich denke, hier wäre eine bessere Stelle für das Zentrallager. Oder hier über den Akkus. Das Problem ist halt nur, dass da Lava ist, die auch zwischendurch abgebaut werden müsste. Dann hier. Hier und vielleicht das und das fällt auch noch. Haben wir denn schon richtig, richtig große Storage Chest? Nein. Wollen wir ganz viele kleine nehmen? Das wäre wesentlich kompakter. Also so eine Kiste ist ja 2x2 und es passen 120 rein. Die Kiste da ist 1x1 und es passen 72 rein. Also mal 2 sind das 144, mal 4 sind das 288 statt 120 auf demselben Platz. Es wäre dann halt interessant zu wissen, was die Storage Chest MK2 kann. Die sehen wir wo? Ist doch schön intuitiv, die ganzen Formen. Wahrscheinlich bei den Robotern, ha? Huh? Passive Provider Chest. Passive Provider Chest, keine weitere Forschung. Da? Nein, das ist eine Extra Large Chest. Das ist aber nicht die MK Chest. Wo waren die denn? Also du warst nur Science Packs. Und ich bin schon wieder im Forschungsmenü. Das hasse ich wie die Pest, dass ich hier teilweise 10, 15 Minuten lang nur am Rumklicken bin, um Sachen zu suchen. Da müssen sie unbedingt dran drehen. Vielleicht bei denen? Ja, hier sind die, bei den Logistikrobotern. Ja, okay, macht auch Sinn. Die haben 150 Platz, nee, 96 Platz statt 70. Wären also 20 plus mehr. Dafür bräuchten wir aber auch lila Chips. Und kostet 4 mal 250. Ja, nee, das lassen wir erstmal. Ich denke, wir nehmen die da. Ja, wobei wir müssten eigentlich erstmal das neue Muster hier hinbringen, um zu gucken, wie die Anordnung hier überhaupt später ist. Nicht, dass wir total falsch aufbauen. Wo wollt ihr alle hin? So, die Anlage hier, was habt ihr gemacht? Ihr seid die Leichenverarbeitung. Die könnten wir auch optisch schöner gestalten. Momentan ist es ein ganz schönes Kauderwelsch hier. Das Problem ist halt, dass es Wasser braucht und Schwefelsäure. Ja, sollten wir das eher hier irgendwo hinbauen.
Können wir hier irgendwas kompakter machen? Wir brauchen das alles nicht. Naja doch, wir brauchen... Nee, Carbon braucht nur Wasser. Das braucht keine Flüssigkeit, die irgendwie hier so was Besonderes ist. Oh, und ich soll irgendeine Leitung gekappt haben. Von denen hier, glaube ich.